Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in Kosmotier. Ich habe uns jetzt mal zu der Station geflogen und die Schilde umgebaut. Also ich musste so bis nach ganz vorne bauen, damit sie überhaupt angezeigt werden. Vielleicht können wir später dann noch Panzerplatten davor oder so. Aber dann müssten wir auch die Kanonen wieder verschieben. Dann kontaktieren wir die jetzt erstmal. Ist ja unsere Aufgabe. So. Oh, hier gibt es noch Proben. Eliminieren, eliminieren. Asteroidenfelder. Ah, die haben wir schon fertig. Gucken, können wir was verkaufen? Teile, Panzerplatten, ja, die sammeln wir sowieso wieder ein. Spulen behalten wir erstmal. Gucken, 5 Leute wir anheuern. Dann warten wir, bis die alles abgeladen haben. So, müssen wir dann hin. Ah, hier unten haben wir dann Quest. Kopfgeld, Kopfgeld und Kopfgeld. Gut. So, wir sind gleich fertig. Ja, dann können wir mal hier ins Gebiet. Boah, wieso ist denn da... Hä? Hm. Waren noch alle mitgekommen? Er kommt direkt freiwillig zu uns, das ist doch nett. Mal gucken, was das für ein Schiff ist. Ach, bei dem geht das mit seinen Scheißschilden oder was? Oh, der hat Nuklearraketen. Das ist aber eher ungut. Weiß nicht, ob wir die schon abwehren können. Das Schiff hat es leicht zerlegt. Kommen wir durch den Schild. Gut, wir haben es geschafft. Mussten aber gut was einstecken. Also brauchen wir noch mehr Schilde dann. Mal alles einsammeln. Wo ist denn... Hä? Warum zeigt er mal an, bei der Station wäre einer in der Luft, also im All? Seltsam. Vielleicht bauen wir hier hinter noch kleine Schilde. Weil mit dem kleinen Schild hier klappt, aber da ist nur Panzerplatten davor. Wie können wir denn... Ach, geht wieder nicht wegen dieser blöden Tür, ey. Das müssen wir mal... So... Geht nicht, hm. Spiegeln auch wieder nicht an. Wie machen wir das? Dann kommen die da nicht durch. Hm. Wie viel Platz braucht der denn? So. Da kann noch eine Tür. Dann kommen die immer noch. Ah, jetzt kommen die da nicht mehr hin. Und wenn wir das Lager hier
ein kleiner bauen. So. Das ein darüber. Dann das dahin. Hier ein Korridor. So, dann kommen die überall noch hin. Und wir hätten einen minimalen Schutz mehr. Müssen wir mal probieren. Ah, die sind jetzt noch nicht mit Energie versorgt, okay. Ach, das sollten wir wahrscheinlich dann auch erstmal befehlen, oder? So. Machen die das jetzt? Ja, gut. Und die sind aktiv, sind vorne sichtbar, das ist gut. So. Das Kopfgeld hier haben wir. Dann werden wir uns jetzt zu dem da begeben. Aber es war gut, dass wir wenigstens im zweiten Gebiet, in das wir geflogen sind, noch etwas Ruhm bekommen. Was ist das für einer? Ah, ist derselbe. Bringt uns das was, wenn wir da als erstes drauf schießen? Oh, vielleicht nicht so schnell. Ja, wenn wir mehr Personal haben, sieht das dann auch besser aus. Sammeln. Wie viel Schaden haben wir diesmal? Ah, weniger. Also wir müssen dann noch an Seiten, am besten auch noch ein bisschen das nach außen noch ein Stück. Vielleicht eine Reihe weiter nach links und rechts. Und dann hier auch noch Schilde hin. Zwei nach, also einen nach vorne jeweils und Seite. Aber dafür brauchen wir erst Personal. Und das heißt, wir brauchen Ruhm. So, wir waren ja auf dem Weg zu dem Kopfgeld hier. Oh Gott. Drei. Oh. Hoffentlich haben die nicht alle Nuklearraketen. Uiuiui, wie sind das? Fünf Stück. Ah, ja, okay, der hat einfach gar nichts. So, der ist kaputt. Da kommen die nächsten. Der kommt ja näher. Ja, schießt auf den Kern, schießt auf den Kern. Gut. Jetzt auf den da schießen, bitte. Erstmal hier oben einsammeln. Immer auf die Piraten achten. Dass der Abstand gut bleibt. Währenddessen noch schön
Ressourcen einsammeln. Mal ein klein bisschen reparieren. Ein Stück nach vorne fliegen. Statt dass sie das hier vorne erstmal einsammeln. Also die haben noch gut Abstand, die Piraten. Was liegt da denn schon wieder rum? Oh Gott, unser Lager ist schon wieder voll oder was? Oh, wir haben fast keine Munition mehr. Das ist jetzt aber eher schlecht. So. Gucken, warum die sich da zusammenhorten. Ach du, was ist denn hier los? Hier sind sehr viele zerlegte Schiffe. Was ist das für ein Symbol? Schiffsfriedhof, das ist ja cool. Zum Glück haben wir auch Energiewaffen. Das ist nicht weiter schlimm, dass wir gerade keine Munition mehr gleich haben. Aber wir sollten also bei einem Schiffsfriedhof, da sollten wir wohl immer ein Lagerschiff gleich bauen. Sag mal jetzt, mach den doch mal platt da. Das müssen wir uns aber mal markieren hier. Gucken, ob wir durch die Schilde kommen. Ja, einer ist down. Weiter. Dass die Bergbaulaser mitarbeiten. Die Schilde sind ganz schön nervig. Der nicht die ganze Zeit rückwärts fliegen. Oh, da ist auch noch einer. Schießen. So. Ha. Verteidigungsplattform. Einfach da vorne drauf schießen. Ah, hier ist aber sehr viel. Ah, das hat leider keine Luftschleuse.
müssen uns unbedingt jetzt irgendwie ein Lager bauen. Hier liegt ja so viel Kram rum. So. Ja, wir machen erstmal. Oh Gott. Jetzt schon kein Stahl mehr. Oh, ich habe die falsch rum gebaut, oder? Ja. So. Ja, liegen. Naja, braucht das Ding eigentlich nicht, aber. Ah, ihn nach hinten setzen, so. Und da eine Luftschleuse. Oh, machen wir hier auch noch eine hin. Können wir ein bisschen Kram einsammeln. Wir geben uns da mal hin. Senden ein bisschen Crew. So. Und jetzt können beide erstmal hier, jo, fangen wir an. Naja, sollen sie erstmal machen. Bisschen was einsammeln, dann können wir hier einen Antrieb reinbauen, dass das Ding sich wenigstens ein bisschen bewegen kann. ...200 haben wir. So. Und dann vollknallen mit Lagern. Ah, Stahl alle. Gleich haben wir wieder welchen. So. Ach, ich habe schon wieder den Energiekern vergessen, war ja klar. Da ein Feuerlöscher hin. So. Kann sich das Ding wenigstens ein bisschen bewegen. Die sammeln erstmal das ein. Die sammeln erstmal das hier ein. Dann ist das unser Kampfschiff. Müssen wir da noch. Oh, hier gibt es wieder keinen Ruhm mehr. Aber Personal sollten wir noch bekommen. Also im Friedhof haben wir uns auch markiert. Hier liegt ja sehr viel Kram rum. Hier wäre vielleicht Bergbaulaser gut, dann. Ach, wir haben wieder Stahl, dann können wir wieder ein bisschen. So. Viele Lager.
Betten. Mal so. Hier vielleicht noch. Und können hier kleine Lager hin. So. Funktioniert ja nicht wirklich. Ah, so halt. Ah, nee, jetzt hat er das mit der... Ah, eigentlich. Ah, er ist fertig mit Einsammeln, okay. Mehr Lager nach vorne. Nicht genügend Stahl. Wo ist denn der Bergbaulaser? Da. Nicht genügend Stahl. Hm. Dann sammel mal ein hier. Hier können wir jetzt nichts hinbauen. Bisschen doof, aber naja. Aber ist aber schnell mit dem Einsammeln hier. Dann kann der eigentlich hier noch was einsammeln. Der ist gleich fertig da oben. Also das Gebiet ist ja richtig gut hier. Machen wir ein Bergbau-Lagerschiff und ein Kampfschiff. Oh, hier liegt überall was. Der auf der Karte? Ja, das ist ja cool. Dann machen wir gleich das Kopfgeld da oben. Der andere fliegt uns einfach nur hinterher. Und dann geben wir das alles bei der Station hier oben ab und können uns neues Personal kaufen. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen Geld, denn ich Dauerpleite hier. So, dahin fliegen. Fliegen wir jetzt in diese Richtung. Unbekannter Kontakt. Hm. Solange es nicht rot blinkt, ist eigentlich alles gut. Hypersprungbarke, okay. Dann bauen wir vielleicht da einen Hyperantrieb ein. Dann kann er mal von Station hier runter einsammeln, Station hier runter einsammeln. Wo ist er? Da ist er. Komm, komm, komm. Nur du? Hm. Rück ist natürlich hier hinten, ne? Oh, der hat Raketen. Beidseitig. Ja, zerballer ihn halt erstmal. Mach, wie du denkst. Ach, der Disruptoren, das ist aber auch gemein. Vor allem gegen unsere Energiewaffen. Dass der auch durch die Schilde kommt. War ein Antrieb ein bisschen zu erschießen. Raketen kann er auch erstmal aufhören zu schießen.
So, hat der eine Luftschleuse noch? Hör doch mal auf abzudriften. So, dann könnten wir vielleicht einen entsenden, dann geht das Abbauen schneller. Nein, hat keine Luftschleuse mehr. Naja, müssen wir so machen. Das war der ja mit dem Kopfgeld. Gut. Dann komm du mal hierher. So, die haben gleich fertig hier. Dann jetzt zur Station. Aber es ist echt gut, dass der Friedhof direkt hier an der Hypersprungbarke ist. Kann man richtig gut abfahren in dem Gebiet hier. Oh, nö. Der möchte kämpfen, sehe ich doch. Ah, der ist ein bisschen sehr schnell. Ach, jetzt auf einmal. Ist ja schon wieder dasselbe Schiff. Einfach mal aufschießen, bitte. So. Das könnte der ja mal einsammeln. Komm mal hierher. Sammel mal ein. Du sammelst den Kram hier oben ein. So, dann helf hier unten. Helf doch mal. Was sammelt der eigentlich alles ein? Alles. Alles auch gut. Minenteile brauchen wir nun eigentlich nicht. So. Da ist noch was. So, dann jetzt aber zur Station. Verkaufen und Personal holen. Und wir können 3 Quests abgeben. So, Station rufen. Quest abgeben, Quest abgeben, Quest abgeben. Personal kaufen. Zeug verkaufen. Ja, wir brauchen ein bisschen Munition dann doch. Stahl, Spulen, Triebstahl. Oh ja, dann behalten wir. Da, gut, das behalten wir, weil wir auch ja, weiter ausrüsten müssen und auch das Schiff hier. Ah, wir können hier keine Crew mehr kaufen. Das können wir verkaufen. Der hat noch Stahl, dann behalten wir das. Dann können wir hier einen kleinen Hyperantrieb reinbauen. Das müsste eigentlich reichen. Seitlich Antriebe, Rückwärtsantriebe. Bergbaulaser sollte der noch kriegen, damit das schneller geht, genau.
Komm, darf. Lass mal 4 hin. So. Vielleicht ein Energiekern hier weiter vorne. Dann brauchen die das nicht so weit schleppen. Hier, wo haben wir Luftschleusen? Hier hinten. Und da. Wo kommen hier noch welche hin irgendwo? So. Quartiere sind genug. Kontrollpunkte haben wir auch noch genug. Hyperantrieb, Energie haben wir. Empfohlen, also gerade so. Hyperraum ja 61, aber naja. Genug Lager und Bergbaulaser. Sieht zwar seltsam aus, das Ding, aber. Das soll ja einfach nur Sachen so einlagern können. So, jetzt haben wir hier noch. Ist das wenigstens eine richtige Station hier? Ja. Dann kann der hier bleiben erstmal. Wir lagern mal alles nach da. Können wir nämlich wieder was sammeln. Weil den Stahl, den sammeln wir ja sowieso. Und die Hyperspulen. Einmal so speichern und dann einmal richtig speichern. So. Wie viel fehlt uns? Oh ja, fehlt uns noch sehr viel Personal. Also wir bekommen zwar keinen Ruf mehr hier, aber wir können die Quests noch erledigen. Gibt wenigstens ein bisschen Geld und Belohnungen. So, alle an Bord, ja. Dann gehen wir jetzt hier hin, machen die drei. Hier müsste ja irgendwo noch eine Raumstation eigentlich sein. Und dann fliegen wir direkt ins nächste Gebiet. Guck mal. Ja, wir verfolgen den einfach mal. Okay, wir nehmen erst den. So. Was ist das jetzt hier wieder für einer? Na, einfach mal zerschießen. Munition haben wir ja wieder. Das war's. Jetzt warte mal. Hat der jetzt eine Luftschleuse? Das könnte eine sein. Also Crew entsenden. Kingfisher, heißt der so? Ja. Könnte mal einer rüberfliegen. Ist rüber geflogen. Cool. So. Eine Luftschleuse brauchen wir hier. Ich doch. So, Schiff verlassen. Was zum... Oh, zum Glück habe ich noch nicht angefangen abzubauen. Ja, Hauptsache, ey. Ach, falsche Schiffe ausgewählt.
ja lange. Der hat eine Railgun. Sehr gemein. Oder reicht auch, wenn wir da rausschießen. Geht ja direkt alles kaputt. Kann man auch den Antrieb schießen. So. Alles abbauen. Oh, da sind auch noch ganz viele Teile. Ja, die anderen sind gut weit entfernt. Sammeln wir das hier ein, dann das hier noch. Dann die beiden Piraten hier oben. Ah, gut, alles eingesammelt. Ja gut, hier fliegen nämlich immer welche rum. Oh, noch ein Schiffsfriedhof. Oh, das ist ja ein Festmahl hier, das Gebiet. So. Ach, das ist schon wieder so eine Station. Kann auch einfach zerschießen. Hat sogar noch eine Luftschleuse. So. Kugeln senden. Eine Person. Jetzt haben wir eine Station. Personal braucht die denn? 8? Hm, cool. Haben die jetzt auch Munition? Nein, haben sie nicht. Und keine Energie. Ach, weil der das schon wieder... Hier hat das kopiert, also... Hier, Leute, also reicht... Oh, warte, da ist auch einer, also 5. Hier. Oh, das ist aber eine doofe Aufteilung hier. Naja. Zum Glück habe ich das vorher gemacht. So. Jetzt haben wir hier auch direkt ein bisschen Schutz für unser Sammelschiff. Wird der Schiffsfriedhof eigentlich hier auch wieder angezeigt? Nein, wird er nicht. Was zum Henker? Der spinnt ja wohl. Oh.
Ja, dann schießen wir jetzt hier direkt durch. Was hat der sich denn erlaubt? Der spinnt ja wohl. Taucht der hier einfach auf. Vielleicht reicht der Schutz nicht wirklich, weil das Ding ist super klein. Man könnte das Ding aber größer bauen, dann hätten wir hier eine Schutzstation. Und naja, wenn die drauf geht, wäre auch Latte. Aber so wissen wir immerhin, dass hier auch noch eine Schiffsfriedhof ist. Der wird leider gar nicht angezeigt. Schon wieder kein Platz. Die Lager sind wieder voll. Also hier müssen wir Kopfgeld machen. Asteroidenfeld räumen und dann sollte hier eigentlich irgendwo eine Station sein. So, Kopfgeld. Wer ist freiwillig der Erste? Der da. Aber immerhin, die Schiffe sind gar nicht so schwierig, bis auf dieses mit Atomraketen. Ja. Müssen wir leider komplett durchschießen. Lässt einem ja keine Wahl. So, kommt der auch? Ja, los, los, trau dich. Jetzt das andere Schiff hin. Also hier ist eins. Was ist das andere? Ach ja, wir sind ja voll. So ein Scheiß. Ups. So. Warum verstecken die eigentlich immer ihre Brücke? Ja, dann schieß halt komplett durch. Können wir jetzt auch nicht ändern. Ja, cool, Lesung ist echt gut. Kampf im Kampf. Ganz schön viele Schilde. Oh, kaputt gegangen. Können wir noch irgendwas davon einsammeln? Ja, ein klein bisschen konnten wir noch einsammeln. Ah, guck mal, da ist ein Pirat. Ja, er möchte sterben. Ich sehe das schon. So. Er hat hier wieder die Schilde überlagert. Bin ärgerlich. Dann muss man sehr viel Energie aufwenden, um durch beide zu kommen. Wir könnten uns ja auch mal reparieren. Aber das mit den Schilden ist gut. Also müssten sie zwar nach vorne bringen, aber... So, da ist er. War der hier, oder? Wie viel bräuchte der denn eigentlich an Crew? Na, auch egal. So, immer schön gucken, was die hier treiben. Ah, die wollen zu uns. Hm, was ist denn da passiert? Thank you.
Der hat Atomraketen. Vielleicht können wir den ja mal übernehmen. Der hat noch eine Luftschleuse. Oh Mist, sieht nicht so aus, oder? Oder sind das die Luftschleusen? Vultur heißt der. Können wir noch Vultur entsenden? Können wir nicht. Was schießt der Typ auch auf die Luftschleusen? Oh, wir können hier jetzt aber nichts einsammeln. Unser Lager ist voll. Unser Lagerschiff hier gefahrlos hin kann. Weil das haben wir ja nicht gerade schnell gebaut. Hat ja einen Hyperantrieb. Aber hier ist nichts zum Springen in der Nähe. Könnten wir denn preislich da... Oh Gott, können wir nicht. Triestoll. Haben wir aber nicht. Ah, dann brauchen wir noch mehr Energie. Ach, keine Spulen. Okay. Hat sich das auch erledigt. Dann müssen wir mit dem Schiff jetzt hoch zur Raumstation. Weil das hier ist leider voll. Ja, komm mal dahin. Und jetzt bedien dich. Wäre echt super, wenn hier die Crew vollzählig wäre. Was ist hier? Hier? Mhm. Da ist ein Pirat. Komm her. Komm zu mir. Du willst doch sterben. Ich sehe das doch. Komm zu mir. Hau nicht ab. Der haut keinen Dress ab. Ja. Gott, was geht denn hier oben ab? Mhm. Ich glaube ja eher nicht. Mal lieber speichern, nicht, dass unser Lagerschiff gleich Schrott ist. Oh, das hier ist so eine Piratenbasis. Gott. Reparieren. Gucken, wie weit schießen die. Bis jetzt hat man immer Ärger mit Piratenbasen. Los. Da ist einer. Oh ja, und der bleibt natürlich da hinten. Ist nicht sein Ernst jetzt. Oh, das Cockpit ist hier. Ja, das ist ja dann nicht mein Problem. Oh Gott, hier ist noch einer. Halt, stopp, stopp, stopp. Halt, halt. Antrieb. Cockpit. Darauf schießen erstmal. Ah, diese Disruptoren nerven aber ganz schön. So, der ist Schrott. Der haut echt ab. Der will, dass wir hier in die Reichweite dieser Station kommen. Oh Gott, aufs Cockpit soll sie schießen. Der ist schneller als wir. Ja, das wird nichts. Ausgetrickst. Der eine ist jetzt vor uns. Ja. So kann's gehen. So, da ist unser Einsammelschiff.
das mal nach oben. Ach nee, warte, was? Wie langsam sammelt er denn? Na ja, Gott, sammel halt ein. Immerhin haben wir Abwehrsystem gegen Raketen. Ja, der interessiert mich jetzt nicht, die Bohne da oben. Wir werden jetzt hier die Plattform platt machen. Ne, ach, Wortwitz. Fällt uns die? Hm. Auch ein bisschen klein. Drauf schießen. Wir haben irgendwie leichte Beschädigung. Wir haben aber auch Probleme mit diesen. Ja, ist klar. Mhm. Okay. Also die Raumstation in der Mitte war kein Problem. Aber diese dämliche Plattform. So. Wir sind da. Hm. Ja, das Asteroidenfeld räumen, das war ja einfach. Es hat ja nur nicht die Piratenbasis da oben geklappt. Könnte jetzt auch was sterben. Geht doch. Also, was ist hier denn? Hyperraumbarke. Dann kann unser Schiff ja von hier nach da und dann einsammeln. Ach, da unten ist ein Pirat. Mhm. So, selbe Kampf nochmal. Ja, jetzt auf einmal ging es nicht. Hm, haben wir Platz? Naja, mal nicht. Dann warten wir da jetzt auf das Schiff. Ja, eigentlich recht zügig. Der fliegt ja da oben rum, ist nicht so wild. Ah, ja, kommt er nicht. So, und dann kann der hier, wie eben auch schon, erstmal ein bisschen sammeln. Für uns. Das da. So. Jetzt kann er das hier einsammeln. Und wir kümmern uns um den Piraten. Komm, komm, komm. Nicht, dass er wieder abhaut nach da oben. Auf diese Piratenbasis habe ich jetzt. Die können wir erstmal verzichten. Ja, komm, sterb doch. Diese Meteoriten oder Asteroiden.
Gut. Dann bleiben wir mal lieber bei dem Schiff hier. Das braucht unbedingt mehr Crew zum Einsammeln. Das Einzige, was wir hier haben, ist Stahl. Kann das hier noch irgendwas einsammeln? Nö. Also das hier ist brechend voll. Also irgendwo, da ist ja dann die Piratenstation. Könnten die noch eine sein? Also da ist eine und da. Ich hätte gedacht, dann hier vielleicht. So. Werde ich hier mit einsammeln? Ach doch, was fliege ich dich darüber? Nehmen wir jetzt beide. Warte mal, wir können doch auch von. Solange das Ding noch Platz hat. Alles übertragen. Atri-Stahl behalten wir mal lieber hier. Dann kann der nämlich wieder zurückspringen. Das müsste ja eigentlich auch funktionieren. Wenn er irgendwann mal fertig ist. So. Können wir... Piratenjäger. Piratenjäger. Also die heißen alle so. Ja, wir springen mal... Das kostet mich 10, das kostet mich nur 5. Springen wir lieber noch da. Wir haben nämlich auch nur 5. Also 16 gehabt. So. Bezahlung, 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 Bezahlung. Dann brauchen wir mal hier 60. Das kann er haben. Das kann er haben. Oh, die kann er eigentlich... Ja. Nee, die lassen wir mal. Weil zwar noch ein bisschen... erweitern wollen, weil eben ging ja zum Beispiel besseres Triebwerk einbauen nicht. So. Und mit dem suchen wir jetzt hier einfach mal die Station. Irgendwo muss ja eine sein. Also da ist ja die Piratenbasis. Dafür brauchen wir wohl noch mehr Schilde. Und mehr Personal, was nicht geht. Da. Überraumbarke. Zielgebiet, das hört sich aber nicht gut an. 3, aber keine Piratenbasis, das ist immer gut. So, dann machen wir die 3 hier jetzt noch schnell. Ach, das sind ja keine Schiffe. Die sind nur nervtötend. Aber auch nur nervtötend, weil sie schnell sind. So. Einmal einsammeln. Jetzt haben wir ja wieder Platz. Leider bekommen wir nur noch Geld hier, aber keinen Ruf mehr. Das heißt, mit dem Hauptschiff müssen wir weiterspringen. Womit hat das denn jetzt wieder nicht ein? Was zum Henker? Also die sind aber alle am Nerven. Warum zeigt er mir hier eigentlich immer diese Sauerstoffzeichen an? Flieg doch halt näher ran, ey. Also, wie gesagt, wir bekommen hier keinen Ruhm mehr. Aber dafür ja noch Geld und Ressourcen, die wir mit unserem Sammelschiff, also Transportschiff, einlagern können.
noch sammeln werden, bis zum Abwinken, damit wir das Schiff hier aus verbessern können. Hier treffen wir Kram rum. Eigentlich habe ich gedacht, also hier müsste ja dann eigentlich noch eine Station sein. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen da noch ein bisschen Ruhm. Wir sammeln das jetzt und dann fliegen wir diesmal direkt dann da hoch. Noch schnell. Gucken, ob da wenigstens eine Basis ist oder nicht. Weil hier so zwischen... Ach, hier ist eine Station. Okay. Da ist eine Piratenstation. Ah, da auch. Also gibt es hier nur drei Stationen oder Zielgebiete. Zielgebiet muss jetzt nicht sein. Ja, hör doch mal auf, hier langsamer zu werden. Oh, noch mehr. Die nerven aber. Mensch, jetzt geht das. Also, dann werden wir in der nächsten Folge diese Station machen. Bewege uns auch schon mal hin. Dann sammeln wir dann nur noch mit dem hier in dem Gebiet ein. Ey, sag mal. Wollen Sie es aber wissen. Hier ist sehr viel los in diesem System. Ja, können Sie jetzt mal sterben. Danke. Also hier sammeln wir Ressourcen ein, damit wir immer genug haben zum Upgraden. Das Schiff werden wir dann immer ausbauen und hierher springen, um die Ressourcen uns dann abzuholen von dem anderen Schiff. Aber wir werden hier noch die Mission machen und dann springen wir ins nächste System. Weil wir haben ja hier noch ein paar Missionen. Die geben zwar schon wieder keinen Ruf mehr, aber vielleicht hat die ja noch irgendwas im Angebot, vielleicht sogar Personal, was ja gut wäre. Aber wie es scheint, ist das Maximum ja hier bei 440. Also, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann werden wir uns hier um den Rest erstmal kümmern in der nächsten Folge. Bis dann.